Sie haben mir schon mehrfach von ihm erzählt und gesagt, dass ich ihn doch einmal besuchen solle. Er wäre Deutscher und würde schon 10 Jahre hier auf Sardinien leben. Wovon? Sie zucken mit der Schulter. Ein Einsiedler. Un solitario. Warum? Sie wissen es nicht. Ob er fromm wäre? Ja, vielleicht schon. Aber Sie wissen nicht, welche Art von Frömmigkeit das wäre. In der Messe sähe man ihn selten. Eines Tages entschließe ich mich, ihn zu besuchen. Wenn man von der sardischen Hafenstadt Olbia 25 Kilometer nach Süden hinunterfährt, kommt man an eine Weggabelung, an der ein Schild nach San Teodoro zeigt. Eine kurze Asphaltstraße, die dann aufhört, führt hinunter zum Meer. Dort liegt der kleine Ort San Teodoro. Sauber, weißgekalkte Häuschen mit üppigen Blumengärtchen davor, viele freilaufende Hunde, freundliche Menschen, alte Leute, die auf winzigen Korbstühlchen auf der Straße sitzen und in südlicher Manier die Zeit verplaudern. Eine gelbe große Kirche, vor der auf einer langen Bank die Veteranen stets dieselben Erlebnisse erzählen. Und zwei Bars, aus denen warme Pizzadüfte wehen und viel Unterhaltung dringt. In jedem Haus kann man nach dem Weg zu ihm fragen. Sie kennen ihn alle und zeigen hinauf zu einer Anhöhe, zu der ein schlechter Weg führt. Er habe ihn selbst gebaut, durch die Macchia, über Felsen und Gesträuch. Und ich entschließe mich, zu Fuß hinaufzugehen. Es duftet nach wenigen Metern immerzu anders. Manche Gerüche weiß ich zu unterscheiden. Eine Form der Kamille, die als hoher Strauch hier wächst, und die dunkelgrüne Pfefferminzstaude. Ein herber Duft der Zystensträucher und dann ein Geruch, als hätte man eine weite Fläche mit Bienenhonig bestrichen. Es sind kleine, weiße Strauchblüten. Und dies alles vereint sich zu einem großen Duftspektakel orientalischer Märchengärten. Nun ist der Weg versperrt. Merkwürdig lustig von einem Viehgatter, das in 3 Farben Rot, Blau und Gelb bemalt ist. Eine höchst originelle Konstruktion bildete den Verschluss. Ein Kaffeesaier, in dem eine Blechschaufel steckt, durch die ein Schraubenzieher sich zwängt. Eisendrähte führen von der Pforte den etwa 10 Meter langen Weg entlang hinein zum Haus und setzen eine Riesenkuhglocke in Funktion. Rechts hängt ein gelber Briefkasten mit einem Block, auf dem die Besucher in 3 Sprachen aufgefordert werden, ihren Namen zu schreiben. Ich greife in die Drähte und setze den Klingelzug in Bewegung. Drinnen schlagen Hunde an. Sie haben ihn mir schon beschrieben. Sehr groß, um die 70, eine Art wie ein Graf. Aber er könnte ja wohl auch ein Magier sein. Sicher wäre er aber ein Schriftsteller und Menschenfreund. Aber mehr noch ein Hundenarr. Dabei tippten sie sich kurz an die Stirn. Hallo. Grüß dich Gott. Ja? Sehen Sie, Kupfer ist, wie Sie gesagt haben, ein Herr. Ein breitschultriger, großer Mann mit weißem Haar, beneidenswert gesunder Hautfarbe und einem kleinen goldenen Ring im linken Ohr, so wie ihn bei uns früher die Bauern trugen, zur Abwehr von Krankheiten. Er hat eine große, gemütliche Wolljacke an und Korthosen baumeln um seine Beine. Die Füße stecken in Stoffhausschuhen und seine ganze Erscheinung macht einen sympathischen, weit von aller Geschäftigkeit entfernten Eindruck.
Auf dem Weg habe ich das Mikrofon abgeschaltet und erkläre ihm, was ich vorhabe. Er ist einverstanden und wir gehen zum Haus. Ein uraltes Hirtenhaus, tief versunken unter Feigenbäumen und umgürtet von einer mannshohen Kakteenhecke, übersät mit gelb und roten Früchten. Das Haus liegt wunderschön auf einem Hügel, von dem aus man sowohl aufs Mittelmeer hinuntersieht und seine ganzen Inselgruppen, sowie hinein ins Land mit seiner Bergkette der Limbara, hinter der die Sonne nun langsam verschwindet und die Macchia in dieser Stunde vergoldet. Mein Gott, wie viele Hunde sind denn das, Herr Kutscher? Das sind sechs. Sechs? Ja. Haben Sie die gefunden, die? Na, die haben mich gefunden. Auf Sardinien laufen ja wahnsinnig viele freie Wilde. Ja, sehr, sehr viele. Die, wissen Sie, die Hirten, die haben die Hunde und geben ihnen kaum zu essen und jagen sie weg, wenn sie Junge haben. Ja, das weiß ich. Und daher kommt das. Und dann haben die Sarden keine wirkliche Beziehung zu den Hunden. Ja, das ist merkwürdig, ja. Das findet man leider, aber das ist wahrscheinlich schon der Anfang des Orients. Ja. Ja, möchten Sie nicht hereinkommen? Ja, gerne. Bitte. Also die Hunde fressen Sie nicht? Ja, ich habe auch keine Angst vor Hunden. Ja, der Herr friedlich ist, die Hunde auch. Grüß euch Gott, aber was ist denn, was hat denn der am Hals hängen? Der hat einen Kropf, aber das ist leider, der ist nichts zu machen. Man kann ihn operieren, es dauert 7 Stunden und ist nicht sicher. Man muss auch die Speicheldrüsen entfernen, dann hat man mir in der Universität in Cagliari geraten, ich soll ihn so lassen, solange er sich halbwegs wohlfühlt. Und die Hunde sind immer im Zwinger, Herr? Nein, die gehen mit mir jeden Tag eine Stunde spazieren, nur da es Vieh gibt und die Menschen, die sich fürchten. Ich weiß schon, vor Hunden habe ich ja furchtbar Angst. Ja, mache ich ihnen einen Maulkorb um und dann gehen wir zusammen spazieren. Der hier, der jetzt so groß ist, der heißt Teodoro. Weil der hier in San Teodoro gefunden wurde. Ja. Der war ganz klein und hässlich, als er kam. Und wie heißt der denn? Der hat mir ein Brautpaar hat mir den gebracht. Die hatten ihn gefunden und wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Mhm. Wer? Der? Der heißt Chippy. Chippy. Ja, das ist ein kleiner Bon Vivant. So. Und das ist Sympathicone, der ist krank. Sympathicone. Hören Sie ihn? Ohrenschmerzen. Wir gehen ins Haus. Ein Raum, der dunkel ist, ohne Fenster. Ich sehe Deckenbalken, darüber läuft das Dach spitz zu. Ein langer Vorhang verdeckt eine Küche. Ein offener Kamin, auf dem Sims Fotografien. Ein runder Esstisch mit einer vollen Obstschale. Das Auge gewöhnt sich langsam an die Dunkelheit. An der Rückwand ein Buffet mit Glasscheibe, hinter der feines Geschirr blinkt. Ein zweiter Raum. Rosarot gestrichen. 35 Quadratmeter vielleicht. 2 Fensterchen, Deckenbalken, ein Riesenschreibtisch. Kleine Möbel, selbst gezimmert. Bemalt in dunkelblau, gelb und rot. An 2 Wänden schöne goldene Schmiedeeisengitter. Mit Kerzenleuchtern. Viele Kerzen, überall. Auf dem Schreibtisch eine alte Schreibmaschine, Berge von Briefen mit Luftpostrand, Gedichte, Manuskripte. Und dazwischen breitet eine kleine Lourdes Madonna ihren blauen Gipsmantel zwischen Kunstblumen aus. Eine Stehlampe mit selbstgemachtem Papierschirm über einem Gasstrumpf. Und ein alter Divan. An einer Wand ein rotes Seidentuch, bestickt in Goldschrift, Liebe ist Weisheit. Darunter ein blaues Pferd und ein roter Stier. Wir setzen uns. Ich mich in einen Liegestuhl, er sich mir gegenüber. Als Riesensilhouette verdeckt er fast das ganze Fenster. Er spricht langsam und druckreif. Hoch aufgerichtet, die Beine übereinander geschlagen, erzählt er mir von seinen Hunden. Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich habe also immer